Also heute Morgen gegen 7.52 Uhr, bevor ein 69-jähriger Fechter mit seinem Linienbus den Eichendorfweg in Richtung Antoniusstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hier zum Zusammenstoß mit einem 11-jährigen Mädchen, welches auf einem Fahrrad unterwegs war. Das Mädchen stammt ebenfalls aus Fechter. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß unter dem Bus eingeklemmt und ca. 100 bis 150 Meter mitgeschliffen. Die Ursache ist hier völlig unklar. Das Mädchen musste durch Rettungskräfte und Feuerwehren unter dem Bus befreit werden und wird jetzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Osnabrück geflogen. Der Busfahrer wurde ebenfalls verletzt. Er steht deutlich unter Schock und wird ebenfalls ärztlich betreut. Vor Ort haben wir hier ca. 30 Feuerwehrleute mit 6 Fahrzeugen, diverse Rettungskräfte des Malteser Hilfsdienstes Fechter und einem Notarzt. Außerdem ist das Kriseninterventionsteam des Landkreises Fechter vor Ort. Dieses übernimmt mit den beiden angrenzenden Schulen, also der Grundschule und der Geschwister-Scholl-Schule in Fechter, die Betreuung der diversen Kinder, die hier am Unfallort vorbeigekommen sind und das Unfallgeschehen auch miterlebt haben.